sein, nicht aufzuspringen, nicht die Hände nach oben, nicht wie bei der Laola-Welle oder so. Also immer schön sitzen bleiben, weil unser Aaron. Aaron, ich bin bereit, du auch? Denn das mag er absolut gar nicht, kann ich Ihnen sagen, wenn man ihn versucht, irgendwie anzufassen. Ja, und unser Aaron ist ein Weißkopfseeadler. Jetzt sagen sie natürlich, er hat aber keinen weißen Kopf, warum heißt der Weißkopfseeadler? Ja, aber er ist ein Jungvogel. Es ist ein Jungvogel, der hat ein Jugendschutzgefieder. Das bedeutet, dass er bis zu 5 Jahren, bis er in die Geschlechtsreife kommt, hat er natürlich so ein bisschen noch Ruhe vor den anderen, weil wenn andere Seeadler ihn sehen, alte Seeadler, ältere, die sehen, ach, der ist noch nicht ausgefärbt, der tut uns noch nichts, der ist noch nicht gefährlich und von daher kann er in meinem Revier bleiben. Aaron wird jetzt 3 Jahre alt und man sieht aber jetzt schon, dass ein wenig Weiß durchkommt. Man nennt es auch so schmutzig weiß. Und wenn er fertig ausgefärbt ist, dann sieht er wirklich ganz, ganz toll aus. Ein weißer Kopf, ein weißer Schwanz.